Richtig nett, ja. Richtig ziemlich nett.
dass du komplett mit den Steinchen einzeln. Das ist gut. Weißt du, was für eine Rezept? 1 zu wie viel ist das? H0 ist ja klar. Ah ja. Ist ja wirklich nett. Ja. Drehzahl.
und danach wird die Lastverstellung nach oben ins Positive gesteuert, sodass das Modell anfängt, zu den Schwebeflug zu kommen. In dieser Situation, die wir jetzt haben, ist die Hubleistung gleich der Gewichtslast des Modells. Das heißt, wir liegen hier circa bei 4,5 Kilo Abfluggewicht und haben die gleiche Hubkraft. Erhöht man den Lastverstellwinkel, so steigt das Modell. Man kann auch dann da oben wieder schweben. Verringert man den Lastverstellwinkel, sinkt das Modell. Das wäre die sogenannte Pitch-Funktion oder kollektive Lastverstellung. Das wäre die erste Funktion, die man steuern kann, mit einem Hubschrauber im Fliegen. Die zweite Steuerfunktion ist die sogenannte Rollfunktion. Hierbei handelt es sich um eine typische Lastverstellung. Typisch heißt, pro Umlauf, also pro Zyklus, verändert ein Motorblatt seine Anstellwinkel. So wie jetzt der Hubschrauber nach rechts fliegt, ist auf der linken Seite eine höhere Lastverstellwinkel. Und was nach links fliegt, wird der Lastverstellwinkel rechts erhöht. Dadurch kann ich dieses Modell nach rechts bewegen. Oder aber auch nach links. Das, was ich nach rechts links kann, kann ich auch nach vorne bewegen. Dieses nennt man dann die sogenannte Linksfunktion. Auch die Linksfunktion ist eine sogenannte zyklische Lastverstellung. Das heißt, auch hier, pro Zyklus, wird der Lastverstellwinkel vorne oder hinten unterschiedlich angestellt. Damit habe ich die Möglichkeit, das Modell rückwärts. Die beiden Steuerfunktionen werden mit der Taumenschaltung gesteuert. Und zum Schluss haben wir noch hinten an den Hubschrauber einen kleinen Propeller angebracht. Mit diesem Propeller kann ich den Hubschrauber um die Höhenachse drehen, nach links oder nach rechts. Und ebenfalls dient dieser kleine Propeller auch dazu, das entstehende Drehmoment bei der Lastverstellung zu kompensieren, sodass also der Hubschrauber nicht dreht, sondern fest wie angenagelt damit stehen kann. Diese Steuerfunktion ist wie die Pitch-Funktion eine kollektive, eine gemeinsame Verstellung, wo beide Heckmotorblätter mit dem gleichen Wert verstellt werden und man dadurch Drehgeschwindigkeit unterschiedlich steuern kann. Von langsam bis schnell, bis ganz schnell und auch wieder abgebremst. Alle Steuerfunktionen zusammengesteuert sind dann der richtige Hubschrauber fliegen. Da kann ich das Modell dann frei im Raum bewegen. Dann mache ich so 8 fliegen. Anhalten. Das, was ich vorwärts kann ich seitwärts machen. Oder rückwärts. Während dieses Übungs müssen alle Steuerfunktionen ständig kontrolliert immer wieder gesteuert werden. Wenn man einmal hergeht und nicht steuert, kann ich ihn ausfallen, dann fängt der Hubschrauber irgendwann ganz von alleine an, bewegt sich in eine Richtung, die ich dann